Wir grüßen euch hier in unserem gemeinsamen Raum, sind heute zu euch gekommen, tragen etwas in unseren Händen, das wir euch überreichen wollen. Symbolisch, mit dem Fokus auf die Erkenntnis, die dahinter liegt. Wir überreichen euch eine Papaya, überreif, matschig. Fäst man sie an, durchdringt man das Fruchtfleisch. An den Händen rinnt der Saft hinab, überreif. Gegoren. Nicht mehr gut riechend. Diese Frucht legen wir euch in die Hände, überreichen sie euch. Was sind eure Gedanken dazu? Was kommt euch in den Sinn? Wie würde jetzt eure Handlung ausschauen? Was würdet ihr tun? Eine übel riechende Frucht, die wir euch überreichen. Die in den eigenen Händen zermatscht, klebrig ist. Was sind eure Gedanken hier? Wahrscheinlich würdet ihr diese Papaya, diese überreife, nicht gut riechende, fast schimmelige Papaya auf den Boden legen, eure Hände reinwaschen, diese Frucht betrachten, die Frucht, die in sich zerfällt. Die Form verliert. Und das Sein als Frucht beendet. So war es eine Frucht. Die geerntet wurde. Nun liegt sie am Boden und ihre Zeit ist vorbei.
So habt ihr nun zwei Möglichkeiten. Ihr habt die Möglichkeit, darüber zu sprechen, welch Übel passiert ist, dass diese wertvolle Frucht nicht mehr genießbar ist, in sich zerfällt, klebrig ist, übel riecht. Hier könnt ihr euren Fokus setzen. Doch habt ihr die Wahl, die andere Möglichkeit, ist es zu betrachten, was diese Frucht freilegt durch ihr Zerfallen, durch das Beenden ihres Seins. Was birgt sie in sich? Was gibt sie frei? Was gibt sie frei, das vorher nicht in eurem Fokus war? So könnt ihr den Fokus auf die Kerne der Papaya legen. Sie in eure Hände legen. Untereinander teilen, denn es sind viele. Viele Kerne, die offenbart werden durch das Zerfallen dieser Frucht. So teilt sie untereinander. Verteilt sie an verschiedenste Orte. Jeder von euch, der diese Möglichkeit wählt, kann sich bedienen an den Kernen dieser Papaya, kann die Kerne hinvortragen, hinaus in die Welt, einen passenden Ort finden, um sie zu pflanzen. So schaut, ihr habt die Wahl. Setzt ihr euch vor die Frucht mit den Gedanken der zerfallenden Frucht? Bleibt ihr in dieser Energie? Setzt ihr den Fokus auf den Schatz, der freigelegt wird? Könnt ihr ihn untereinander teilen, hinaustragen in die Welt? Ihn fruchtbar werden lassen unter all den Menschwesen? So ist es an euch. Welche Wahl trefft ihr? Es ist die Entscheidung wie eine Initialzündung, die aus eurem eigenen Kern emporsteigen möchte. Die Entscheidung aus euch, die die Fähigkeit hat, neue Samen zu setzen, fruchtbares Gedankengut zu verteilen, lebensspendende Energien zu verstreuen,
Samen zu gießen, sodass sie zu lebensspendenden Pflanzen werden. So nutzt die Kraft eurer Entscheidung. Nutzt die Kraft der Initialzündung aus eurem eigenen Kern heraus. So wird euer eigener innerer Kern aufgehen und eine lebensspendende Pflanze aus euch selbst heraus entstehen. So schaut, das Symbol, das wir euch gaben, könnt ihr genauso auf euer eigenes System beziehen. Ihr habt die Wahl, den Fokus zu setzen auf den Kern in euch, der sich freilegen möchte durch das Abschälen von alten Strukturen, alten Mustern, die ihr gelebt habt, alte Erfahrungen, die nicht mehr erfahren werden möchten. So habt ihr die Wahl. Fixieren sich eure Gedanken in das alte, übelriechende, fast schimmelige Gedankengut oder entscheidet ihr euch, den Fokus zu setzen in das, was sich freilegen möchte dahinter, in den Kern, der freigelegt wird. Der freigelegt werden möchte von euch. So setzt euren Fokus weise und entscheidet aus euch selbst heraus. Hier liegt die Initialzündung, die euren inneren Kern aufgehen lässt. Wir danken euch für euer Sein, für eure Öffnung, für unsere Worte. Gesegnet seid ihr. Amen.